what? Hey. Babe. What the fuck? Ach, wir dürfen auch nicht selber den Apartment verlassen. Dann geht auch der Zeitlinie von vorne los. Oh. Okay, dann versuche ich mal diesmal schneller, meine Frau, die Schlaftabletten unterzuschubbeln. Hey there. Ja, ich weiß, du... Let's talk later. Best night ever. Guess who made dessert? Great, I'll let you know when I'm hungry. Okay. So, geh mal ein bisschen zur Seite, bitte. Und wir klauen mal ganz spontan die Schlaftabletten. So, damit wir auch nicht lange laufen müssen, wir nehmen mal hier das Wasser direkt. So, und dann mischen wir das hier runter. Dann kann sie auch bloß das nicht sehen. Und legen das bei ihr. Und holen den Messer. So, gucken wir in der Zeit, während sie es säuft, in den Kühlschrank rein. Das wollte ich auch vorhin machen. Ein Foto. New Year's Eve, 8 years ago. Oh, thanks. Okay, ein Silvesterfoto. Was ist denn sonst in der Kühlschrank? Dessert! Das können wir auch eventuell als Beweis verwenden können. Dass sie an uns glaubt, ja, ohne zu wissen. Ja, den Light Switch machen wir tomorrow. Oder kann ich den Polizisten in den Schlafzimmer locken, dass er die Schlag. Warte mal. We'll talk later. Warte mal. Ich mach mal einmal an. Und aus. Okay. Jetzt gehen wir nach draußen. Und machen die Tür hinter uns zu. Und machen die Tür auch hinter uns zu. Machen den Licht aus. Haben wir den Messer, jetzt verpissen wir uns da. Wenn der jetzt in den Schlafzimmer reingeht und Lichtschalter betätigt, wird er erstmal einen Stromschlag leiden. Dann konnten wir den Polizisten überholen. Nicht richtig, stopp. Der kriegt erst dann im zweiten Mal einen Stromschlag. Ja, ich habe ja schon einmal aus- und ausgeschaltet. Oh, Rat! Weißt du, dann, wenn er jetzt nochmal da reingeht und den Schalter bestätigt, dann kriegt er eins auf die Fresse. So, jetzt warten wir mal. Jetzt greifen wir den nicht an. Wir lassen ihn vorbeilaufen. Also der bricht auch irgendwann mal die Tür ein. Come on, I know you're home. Open the door. Ja, woher denn? Ich hab doch alles nicht ausgeschaltet. Okay. Anyone home? Nein. Keiner zu Hause. Bitte kommen Sie später wieder. Hello? Police. Come on out. Das sind Badezimmer. Geht in das Schlafzimmer. Bitte macht die Licht an. What the? Ha! Okay. So. Mein Freund. Hast du eine georgelt bekommen? Der hat eins bekommen. Eins reinbekommen. Komm, töte ihn doch, Mann! Okay, jetzt haben wir zwar überlebt, aber wir haben jetzt eine Leiche. Ich weiß gar nicht, ob das ein guter Austausch ist. Naja, das viel größere Problem, was ich dabei sehe, ist, dass eine Frau direkt da ist. Und wenn das sieht, ne? Also. So, wir machen mal die Tür wieder zu. Die Frau hat ja Schlaftabletten. Ich glaube, bis morgen ist sie schon mal kein Problem mehr. Wie wirst du die Leiche los? Das muss ich gleich überlegen. Durchsuch ihn mal. Kannst du ihn vielleicht irgendwie durchsuchen? Oder so? Ja, der hat ein Telefon, ein Messer, zwei Kabelbinder und einen Revolver.
Pistole würde ich safe nehmen. Safe. Pistole und das Handy. Hab ich schon. Ach, wir hätten ihn vorher durchsuchen und ihn vielleicht festmachen können und statt ihn mit ich einem Messer... Wir hätten ihn gar nicht töten müssen. Im Nachhinein ist man halt immer schlauer, ne? Ja. Das wird ja nicht unser letzter Try gewesen sein. So. Ah. Aber ihn kann ich nicht bewegen oder sonst irgendwas, ne? Ich kann ihn nicht bewegen oder sonst irgendwas. There's no point in using the handcuffs now. Gut, hast recht, der ist tot. Frau ist bewusstlos. Tag bestanden? No. No. Okay, wir wollen nicht pennen, okay. Aber was ist denn, wenn genau das der springende Punkt ist, dass er gar nicht der Mörder war, sondern gleich wirklich ein Mörder kommt? Warte mal. Wenn ich aber nochmal jetzt Lichtschalter bestätige, sollte er Licht wieder normal angehen, ne? Schon oder gar nicht. Gut. Warte mal. Kann ich mit dem blutigen Messer diesen Ventilgitter aufmachen? Warum auch immer. Weil vorhin konnte ich das mit nicht in der Hand aufmachen. Wir können den Ventilgitter aufmachen. Aber was hat uns jetzt das gebracht? Ich sehe absolut nicht. Ich glaube, da ist die Taschenuhr, oder? Haben wir in diesem Haushalt irgendwo eine Taschenlampe? Cecil, Bett. Wenn ich eine Taschenlampe wäre, wo würde ich sein? Ja, okay, Digga. Gemälde. Warum sind so viele Gemälde, die man interagieren kann? Und warum ist diese Musik noch da? Das macht mich noch unsicherer. Höhle, Medizinschrank. Kann ich in den Closet irgendwas? Kleidung an? Telefon. Okay. Warte mal, kann ich sein Telefon? Ich habe doch von ihm das weiße Telefon. Oh, okay. Ah, guck mal, wir können seine Nachrichten durchlesen. Krankenversicherung. Ihr Konto ist überfällig. Bitte tätigen Sie volle ausstehende Zahlung innerhalb der nächsten 30 Tage. Sollen Sie die Zahlung nicht eingehen, wird Ihr Konto an das Insolvenzunternehmen. Okay. Wie kann ich zurück? Von Bumblebee die Nachrichten, bitte. Was? Ja, genau. Wovon? Ja, ich glaube von unten nach oben, ne? Glaub mir, Dart, ich bin nicht. Nee. Glaub mir, Dart, auch ich bin gestresst. Hör mir einfach zu, okay? Wir schaffen das. Oh, oh, oh Gott. Da sind die 12 Minuten vorbei. What? Der Tag wait, startet wait. Schon wieder oh, neu. God damn it. God damn it. God damn it. Aber wir sind nicht umgebracht, nur nix, doch. Nur gut gelaufen. Ja, aber die 12 Minuten sind drum gewesen. Warte mal, aber dann haben wir jetzt zwei Beweise, die wir vielleicht unserer Frau überreden können. Einmal die Kleidung und einmal die Dessert, was sie für uns gemacht hat. Ich hätte gerne hier irgendwo die Uhr gehabt, damit ich das auch ein bisschen in den Blick haben kann. Warte, Frau. So. Ich habe das Problem, dass du den Tag immer wieder wiederholt. I'll prove it. Okay. So, wir zeigen ihr den Beweis, dass hier das Geschenk ist. Hier. This present. Look, look, it's clearly an open. But I know there were baby clothes inside. I just. Bought them today. How could you know? Yeah, see, I so? Mean, okay, I'm impressed. It's all right. I know you need more. Give me a sec. So, ein weiterer Beweis auswählen. In den Kühlschrank.
dir. Come on, I want to see a miracle. The dessert, I know you made my favorite. I know? I told you I did? Oh shit, yeah you did. Okay, something else. Let's see. Verdammt, das zählt nicht als, okay. Wait, what is it? Okay, okay, Gespräch verlassen, you know, okay. Dinner. Great. Aber der Taktik war ganz gut. Macht es einfach wie. Ja genau, wieder da, aber in diesmal mache ich einfach nur fest und nehme seine Sachen einfach mal raus. Und dann können wir halt mit ihnen was ausmachen. Und eventuell auch ihn durchfragen zu dem Thema zu den Versicherung, ich glaube, da ist er nicht so gut drin. Nee, die andere Dinger. Ich glaube, das konnte uns irgendwelche wichtige Informationen liefern. So, du kriegst einmal das. Ich bin immer mit einem Messer bewaffnet. So, wir gehen einmal dahin wieder rein. Und machen einmal den Schalter wieder an. Gut. Perfekt. Wir gehen mal hier rein. Können wir hier irgendwas machen? Toilette? Wir können bestimmt hier irgendwas runterspülen. Mach hier das Licht aus. Ja, wir können gerne später reden. Das hat absolut nicht damit zu tun, dass ich eine Schlaftablette in deine Wasser gemischt habe. Absolut nicht, ich bin ein guter Herrmann. Hey, hey, lass die Tür auf! Okay, ich dachte schon, sie hat abgesperrt. Oh, sie hat schon selber das Licht ausgeschaltet. Okay, das ist sehr schön. Dann machen wir das hier wieder zu. Wir haben ein Messer. Jetzt gehen wir mal abwarten. Wir haben auch hier unsere Telefone, ne? Ich weiß nicht, was wir mit dem machen könnten. Nachrichten. Warte mal, eins. Ist es Deutsch oder Englisch? Emergency Services? Von den Polizisten erzählen. Schleifschiff, erzähl, dass eine Frau. Ryan Morden, es erklärt, dass eine Frau bewusstlos ist. Von den Polizisten. Na, mach nicht mehr Zeitschleife, Digga. Mach mal, dass die Frau bewusstlos ist. Vielleicht kommen die dann einfach mal vorbei. They should be there in 15 minutes. 15 minutes? We can't wait 15 minutes. Sir, officers will be there as soon as possible. Get to a safe place. Okay, vielleicht war das. Okay. Okay, da, wir haben 12 Minuten, ne? Die Polizisten kommen in 15 Minuten. Hm. Aber nach 12 Minuten, also ich dachte so, ihn so lange festmachen, okay, jetzt haben wir den Aufzug gehört, glaube ich, den dring, dring. Jetzt kommt der Polizist gleich hier rein. Okay, wir haben nicht mal vergessen, ein Licht auszumachen, aber ist ja egal. Vielleicht, wenn wir bewusstlos sagen, dann kommt die Rettungsdienst schneller? Vielleicht? Vielleicht die Rettungsdienst schneller als die Polizei? Dann bringen wir den Rettungsdienst auch um. Anyone home? Nein, keiner da. Kommen Sie bitte ein bisschen später wieder. Keiner ist zu Hause. Hallo? Hallo. Police. Nein, bist du nicht. Oder ist er wirklich ein Polizist? Wir müssen mal seinen Handybetrag durchlesen. So, jetzt gehen wir brav in das Schlafzimmer rein. Tja. Gut. Dann machen wir erstmal die Fronttür zu. Wir wollen ja keine Zeugen. So, und wir durchsuchen ihn mal ganz schnell. Und nehmen seine Waffe, Messer, sein Telefon und wir machen ihn fest.
Gut. Jetzt haben wir ihn festgemacht. Und wir lesen mal seine Handynachrichten durch, wo wir schon mal dabei waren, während er schläft. Das hatten wir schon, das hier. Ich fühle mich erschöpft und wundere mich. Wählen Otto. Sir, our unit is on the way. Let me go right now. Officers will be there soon. It's too long. They will arrive as soon as possible. Sir, get to a safe place. Got this coming. Fuck. Was? Als ob, Digga, als ob das so gut ist. Oh Gott. Okay. Ja. Interessant. Aber er ist nicht unser Hauptgegner, weil er war einmal tot, das Spiel war nicht gewonnen. Also ich glaube nicht, dass er unser Hauptgegner ist, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, den mussten wir irgendwie... hi, Frau. Ja, lass mich in Ruhe. Ja, ist gut. Not now. Okay. Aber was ist denn, wenn du... Ja? Den, also wenn du das gleiche nochmal machst, alles nochmal, und seine Pistole nimmst, kannst du ihn irgendwie bedrohen? Das habe ich auch schon gedacht. Ich wollte jetzt mal einmal mit dem dieses Ventilator. Das hat mich ganz Zeit gestört. Warum ist das überhaupt da? Kann ich nicht da reingreifen, ne? Kann ich nicht. Okay, wir machen mal ganz schnell nochmal dasselbe Dingsbums. So, die Tasse klauen. So, einmal ganz schnell da reinlaufen. So, einmal hier Wasser auffüllen. So, erstmal Medikament und dann Wasser auffüllen. Dann das hier dort. So, dann machen wir hier einmal Licht aus. Wir gehen rein. Nein, Frau! Kann ich die das auch klauen? Ich hätte die vorher die klauen sollen. Hier, bitte. Hier, bitte. Hier ist es. I'm not thirsty anymore, but thanks. Ja, aber trink das! Was passiert? Wenn ich hier warte, wird er meine Frau verhaften und dann wahrscheinlich die Räume durchsuchen. Oder? Beziehungsweise schon, ja. Okay, dann warten wir mal hier kurz. Kann ich in Sessel sitzen und warten? Jo. Dann warten wir mal kurz halt, bis der hier reinkommt und die Lichtschalter bestätigt. Es gibt leider keine Taste, um irgendwie Zeit vor oder nach zurückzuspulen. Zurück nicht, aber vor auf jeden Fall. Also ich versuche gerade zu lauschen, ob hier, ob man auch hier den Aufzuggeräusch hört. Diese Tring-Geräusch. Komm, jetzt muss er doch bald hier kommen. Ich habe das so gar nicht getriggert, wenn du da bist. Nee, wenn die Zeit immer bei einer Minute ist, kommt er doch. Wir haben klar hier nirgends so eine Uhr. Oh,
Höre ich gerade Schritte? Ich muss mal. Nee, höre ich nicht. Hey, I finally remembered her spare key. It's. Police, open up. I'll get it. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Oh, hey. Jetzt verhaftet ihr unsere Frau, okay. What is going on? Help me. Will you come help me? Well, who come help you? Oh. So, someone is here. Okay, wir können auch nicht verstecken, weil sie dann ganze Zeit sagt. Come on out. Babe, will you help? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Jetzt sollte er eigentlich hier reinkommen. You're making a mistake. This is. Don't fucking move. You can't do this. Ich bewege mich nicht. Nein. Shit. Please, listen. Okay, gegen 1-1 Kampf gegen man. No! No! Sein Glatzkopf, Alter! Okay. Okay, wenn er uns sieht, macht er die Licht nicht an. Okay, wir klauen mal ganz schnell die Becher, damit unsere Frau bloß nicht auf die Idee kommt, gleich Wasser zu trinken. So, einmal hier Wasser auffüllen. Wir brauchen halt einen zweiten Grund, womit wir unsere Frau überzeugen können. Von der Zeit. Sie soll uns einfach glauben und fertig. Der tut sie aber leider nicht. Also eine Beweis haben wir ja, dass sie mit der Kinderkleidung sagen. Aber wir brauchen halt noch einen Beweis. So. Ich frage mich, ob ich bei dem Polizisten auch die Füße zubinden kann, damit er absolut gar nicht mehr aufsteht. Ja, dann macht ihr nochmal alles wie eben, nur dass du die Füße zubindest. Ja, genau. Ich habe jetzt sie halt gemischtes Wasser gegeben. Dann machen wir hier einmal den Schalter aus. Hier, die Tür wieder zu. Ja, Frau, trink schneller. Komm, ich sitze mal neben dir. Ah, harter Arbeitstag. Nach der Vergangenheit fragen. Fragen, warum sie gelogen hat. This time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. Das Mord ihres Vaters. Sie fragen, wie der Vater gestorben ist. Wir beschuldigen sie einfach mal nach dem Mord. Ich meine, sie wird gleich sowieso ohnmächtig. My father died of a heart attack, asshole. I don't want to talk about this. I'm so tired all of a sudden. Kann ich auch? Ganz schnell. Noch ein bisschen Wasser nehmen. Die Schlaftabellen auch da reinmischen. Licht aus. Achso, wir müssen hier einmal Licht ein- und ausschalten, ne? Das haben wir noch nicht gemacht. Einmal ein. Und einmal aus. Nein, rausgehen und die Tür zumachen, bitte. Raus und einmal die Tür zu. So, und dann machen wir jetzt hier das Licht aus.
Und wir verstecken uns. Soll ich diesmal die Rettungsdienste anrufen? Wir rufen einfach mal die Rettungsdienste an. Hallo? Also Handy habe ich schon genommen. 110. Emergency Services. So, mein Frau ist bewusstlos. I checked my wife and she's not waking up. Sir, what did you give her? Sleeping pills. I gave her way too many sleeping pills. Nice. If she regains consciousness, induce vomiting. An ambulance is on the way. It should be there in 15 minutes. 15 minutes? 15 That's minutes not... ist scheiße, okay. Auch Rettungsdienst braucht dann halt so lange. I can give you directions to the nearest hospital. No, no, send an ambulance. Thank you. Okay. Dann warten wir mal kurz jetzt wieder ab, bis der Polizist wieder reinkommt. No, we wait. So genau bei einer Minute kommt er immer. Police, open up. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Come on, I know you're home. Open the door. Ja, wenn Sie wissen, dann kommen Sie doch mal bitte herein. Dann gehen Sie aber direkt in die Schlafzimmer. Wenn ich die Badezimmertür auflasse, geht er dann automatisch in den Schlafzimmer. Anyone home? Weil jetzt geht er erstmal in den Badezimmer, der überprüft da. Hello? Und dann geht er erst ins Schlafzimmer. Come on out. Wenn ich jetzt direkt die Badezimmer aufgelassen hätte, würde er direkt in den Schlafzimmer gehen? Also um halt den Polizisten seine Arbeit ein bisschen zu leichter zu machen. Kommen Sie bitte, gehen Sie da rein. Wir warten. 3, 2, 1. Perfekt. So. Dann gehen wir mal hier rein. Den durchsuchen wir ganz schnell. Nehmen seine ganzen Sachen raus. Und machen ihn fest wieder. Und kann ich direkt noch einmal festmachen? Der ist bereits gefesselt, okay. Okay, wir gehen mal einmal raus. Okay, zur auf anderen Zimmer, Seite der Zimmer. What? Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Okay, der versucht da jetzt rauszukommen. I was gonna leave you out of this. And now you've got this coming. Wie wolltest du mich rauslassen? Das stimmt gar nicht. Ja, komm doch mal hierher. Bleib stehen. Wenn du jetzt näher kommst. Ich wollte ihn erst erschießen, wenn er näher kommt und nicht. Jetzt schon. Ich wollte ihn nicht. Das tötet Menschen. Ja, ich dachte, ich wollte ihn eigentlich erst erschießen. Justin, wir müssen gucken mit dem Dingsbums. Der bricht ab und zu mal den Schrieben ab. Den Dingsbums. Ja, ich hab das schon die ganze Zeit aus, du kannst es ausmachen. Ach so. Hab ich dir eben aber auch schon gesagt. Hab ich nicht bekommen. Machen wir hier. Wie heißt das nochmal? Anydesk. Ich sehe das gerade nicht, glaube ich. Wo ist es? Mir auf meinen Bildschirm. Muss ich das ausmachen? Was? Vielleicht muss ich das ausmachen, oder? Aber ich bin gar nicht mehr mit dir verbunden.
Oder? Nein, dann haben wir nicht. So. Warte mal. So, jetzt kann ich nicht mehr mit dir verbunden sein. Okay, die finde ich nicht mehr bei mir. Ich glaube, nachdem du verbunden abgebrochen hast, ist sie auch schon weg, glaube ich, aber komischerweise. Okay, gut. Okay, jetzt haben wir den erschossen. Wir können mal ganz kurz, ich glaube, das ist sowieso jetzt mal wieder fehlgelaufen. Wir gucken mal ganz kurz seine Nachrichten wieder durch, ganz schnell, bevor die Zeit wieder abläuft. Ja, damit wir ungefähr wissen, ob er wirklich Polizist ist oder genau. Nicht. Ich fühle mich erschöpft und wünschte, du wärst hier. Also unfair, dass es für mich Mom wäre stolz. Danke für mich stark und wie hast dich hier? Okay. Ich wusste, du wärst hier. Okay. Wir sind enttäuscht, dass aufgrund ihres ausstehenden Zahlungen nicht wie gehört haben. Ihr Konto wird das Krankenhaus. Haben wir schon gelesen, das kannst du wegmachen. Das Krankenhaus hat angerufen, sie hat gemeint, Zahlungen nicht reden. Ist alles okay? Habe ich das okay? Da steht nicht von Polizisten. Unsere wiederholten, versuchte, ausstehende Zahlungen. Dad, vergiss nicht, vor der Sitzung anzurufen. Du vergisst es immer danach im Glück. Okay. Stress, warte mal, ich wünschte, du wärst hier. Krebs, oh, sein Sohn oder der Bumblebee? Doch, der Sohn. Hat Krebs? Es tut mir leid, dass es aggressiv war. Ich bin einfach ausgelaufen. Ich bin froh, dass du mir zuhörst und deine Meinung immer noch ändern kannst. Ich liebe dich, Dad. Warte, der Nachricht davor. Krankenversicherung. Dieses. Ist sie alle Krankenversicherungsmeldungen gleich? Ja, sind die, okay. Die? Krankenhaus hast gerade angerufen, wollten meinte Zahlungen, okay. Okay, das geht dann tatsächlich. Tatsächlich, also in dem ganzen Gespräch geht nur um halt um seine Seinen Sohn. Sir, our unit is on the way. Officers will be there soon. Ja, aber ich wollte. They will arrive as soon as possible. Ja, ich wollte aber auch sagen, dass ich einen euren Polizisten erschossen habe. Wolltet ihr gar nicht hören, nehme ich an. Schade. Kommen sowieso nie an. Ja, genau. Und da ist die 12 Minuten vorbei. Okay, also den können wir nicht mit dem